So, liebe Blender-Freunde, heute möchte ich euch ein kleines bisschen was zu Particles zeigen. Denn Particles sind eigentlich eine ganz, 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 ganz wichtige Sache für in Blender und eine ziemlich große Grundlage, die man immer, immer wieder braucht. So, als erstes benutzen wir dazu einfach unseren Würfel, den wir hier schon im Vorhinein haben, und gehen gleich einfach einmal hier in die Particle-Settings. Ich klicke einmal auf das kleine Plus und dann haben wir auch schon unsere tausenden kleinen Einstellungsmöglichkeiten zu Particles. Ich klappe das einfach einmal alles aus. So. Und das war's. Und nun möchte ich euch kurz zeigen. Ach, eins fehlt noch, Rotation. Und nun möchte ich euch kurz zeigen, was heißt kurz, doch ziemlich lange, wie alles funktioniert und wozu was da ist. Fangen wir einmal ganz oben an. Hier können wir unser Particle System benennen. Wir nennen es einfach einmal Test. So, Test. Dann haben wir eine ganz wichtige Sache, und zwar den Type. Normalerweise ist hier Emitter drin, öfters braucht man aber auch den Hair Emitter. Der ist, Quatsch, ein Hair Type. Der ist manchmal auch recht nützlich, wenn man nicht unbedingt bewegende Particles haben will, sondern einfach ein Objekt verschieden duplizieren und auf ein anderes setzen. Meinetwegen stellt euch ein Schachfeld vor, und auf dieses Schachfeld wollt ihr jetzt Schachfiguren setzen, und ihr wollt nicht jede Figur einzeln hinsetzen, sondern die berechnen lassen. Und das könnt ihr dann meinetwegen mit Hair machen. Aber Particles, die sich bewegen, herausfliegen, machen wir mit Emitter. Hinter haben wir die Seed-Funktion. Und manchmal gefällt einem diese Form, wie die Particles gerade fliegen oder dass da ein Particle lang geht und da nicht. Manchmal gefällt einem das nicht. Und mit Seed hat man sozusagen verschiedene, sagen wir mal, Schichten. Ja, nennen wir es mal Schichten. Nein, nein, nennen wir es mal einfach verschiedene Variationen. Also 0 ist einfach Standard. Wenn einem was nicht gefällt, wird mit den gleichen Einstellungen bei 1 alles nochmal anders und neu berechnet. Bei 2 und so weiter, je nachdem, was einem gefällt. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Ich glaube, es gibt gar nicht unendlich viele. Doch, gibt es. 1000 Stück, glaube ich. Also auch wurscht. Das ist einfach nur, also meistens benutzt man das nicht, nur manchmal gefällt einem was nicht und das kann meistens die Lösung des Problems sein. Als nächstes haben wir dann die Number. Die gibt an, wie viele Particles ausgestoßen werden bzw. herausfliegen. Bei 1000 sieht das Ganze so aus. Wir haben einigermaßen Particles, aber es geht auf jeden Fall noch mehr. Wenn wir uns mal wegen 10.000 nehmen, so, dann sehen wir, haben wir schon deutlich mehr Particles, die rauskommen. Dabei ist dann noch zu erwähnen, dass diese 10.000 Particles sich in diesem Fall über folgende Frames erstrecken würden, von Frame 1 bis Frame 200. Denn Start und End gibt an, von wann bis wann die Particles ausgegeben werden. Denn das ist momentan ziemlich unstabil, deswegen nehme ich einfach einmal 1000. Und ich nehme mal den Endframe auf 50 und dann sehen wir, dass von Frame 1 bis Frame 50, wir sehen den Cursor, zack, da ist er und dann wird nichts mehr ausgegeben. Falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze wiedergebe, etc., das mache ich mit der Taste Alt-A, mit der Tastenkombination besser gesagt. Apropos, ich blende euch das mal kurz ein, dann könnt ihr unten links sehen, was ich mache. Ganz praktisch. Okay, also End und Start geben an, von wo bis wann die Particles ausgegeben werden. Die Lifetime gibt an, wie lange die Particles leben. In diesem Fall 50 Frames. Das heißt, wenn wir unsere Animation wiedergeben, sterben die ersten Particles nach 50 Frames. Wenn wir uns das jetzt einmal angucken, sehen wir, sie fliegen, fliegen, fliegen. Aber in Frame 50, zack, fangen die ersten an zu sterben und zu verschwinden. Wenn wir die Lifetime also ganz nach oben setzen, man kann es bis ins Unendliche ausdehnen, naja, nicht ganz, dann haben wir Particles, die wesentlich länger leben und bei meinetwegen einer Lifetime von gerade mal, sagen wir mal, 20 oder 12, leben die Particles natürlich nur eine ganz, 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 ganz kurze Zeit. Was auch manchmal ganz hilfreich sein kann, je nachdem, welche Effekte man erzeugen möchte. Mit Random kann man dann angeben, wie unterschiedlich dieser Todeszeitpunkt sein soll. Also bei 0 heißt es, alle sterben genau nach 70 Frames. Wenn wir Random auf 1 setzen, dann heißt es, die sterben alle so ein bisschen unterschiedlich. Einige sterben schon hier oben und die letzten sterben dann erst hier unten. Also mit Random kann man so ein bisschen diese ein bisschen Variation in das Ende der Lebenszeit reinbringen. So, ich gehe einmal kurz in den Edit Mode und subdivide das Ding einmal, damit wir einmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten haben. Und zwar haben wir die Funktion Words, Faces und Volume. Und wie der Name schon sagt, emit from bedeutet das, wo kommen unsere Particles her? Im Moment sind es die Faces, das heißt, aus den Flächen werden die Particles ausgestoßen. Ich gehe einmal noch
ganz hier unten, ich zeige euch das noch genau, und setze die Gravity, also die Gravitation, einfach mal auf 0, sodass wir hier keine Gravitation haben und die Particles einfach so rausfliegen. Wenn wir aus Faces jetzt einfach einmal Words machen, Words für die Ecken, heißt es, dass unsere Particles aus den Ecken des Objektes ausgegeben werden. Wenn wir einmal in den Edit-Mode gucken, sehen wir, hier haben wir überall Ecken und da kommen auch Particles heraus. Na, meinetwegen hier vorne sieht man recht gut die Punkte der Particles, wo die nachher ausgestoßen werden, und genau da haben wir auch unsere Ecken und Punkte. Ganz hilfreich manchmal diese Funktion, je nachdem, was man erzeugen will. Gerade wenn man Schachfiguren auf ein Schachbrett setzt, möchte man nicht, dass die irgendwie randomly auf irgendeiner Fläche stehen und irgendwo auf einer Fläche, sondern ganz genau angeordnet sind, Schachbrett für Schachbrett. Ja, Schachbrettfeld plus Schachbrettfeld für Schachbrettfeld. So, genau, so rum ist es richtig. Gut, man kann aber auch zum Beispiel Volume auswählen. Ich drücke einfach einmal Z, damit wir so ein bisschen in unser Objekt reingucken können. Und bei Volume sieht man eigentlich recht gut, die Particles werden innerhalb unseres Objektes erzeugt und fliegen dann auch von innerhalb los. Und ja, genau. Das ist manchmal auch ganz hilfreich, wenn man so einen Effekt hat, dass die Particles innerhalb von etwas entstehen. Gerade wenn wir meinetwegen eine große Nebelwolke, weiß ich was, darstellen wollen und wir haben jetzt so einen großen Würfel und klicken jetzt einfach einmal Alt A und die Particles werden ausgegeben, dann schwirren die hier sozusagen innen umher. Ganz hilfreich ab und zu. Je nachdem, was man erzeugen möchte. So, gut. Das dazu. Nun ist noch ganz wichtig zu sagen, dass wir manchmal wollen, mal wegen hier Random, Even Distribution, Dithered, Random und Grid. Wozu sind diese Funktionen da? Wir nehmen uns einfach einmal Faces. Bei Words haben wir übrigens nur die Funktion Random, da Words wirklich nur ein Punkt ist und innerhalb dieses Punktes kann es keine Schwankungen geben. Bei Faces jedoch schon. Auf einer Fläche kann meinetwegen hier ein Partikel rauskommen oder doch lieber hier oder hier oder hier. Also es kann da Unterschiede geben. Da kann man aber Sachen einstellen, wie zum Beispiel Dithered, dass es einigermaßen geordnet ist, aber nur bis zu einem bestimmten Wert, und zwar Dithered Amount auf 1. Das heißt, ich gehe einfach mal, füge einfach meine Fläche hinzu und gebe dieser Fläche einfach mal unser altes Particle-System. So. Dann können wir sehen, die Particles kommen eigentlich recht verteilt heraus. Ich gehe einmal kurz in den, Quatsch, in den Top View und gehe einfach einmal in den perspektivischen, orthografischen View. Und wir sehen, die Particles kommen wirklich eigentlich ziemlich verschieden raus. Wenn wir jedoch Particles per Face auf 1 setzen, heißt es, dass wirklich nur ein Particle auf einer Fläche herauskommt. Wie kann man das erklären? Ja, ganz einfach. Wenn wir ein Objekt haben, ich gehe einfach einmal in den Edit Mode und extrudiere das. Sagen wir mal so. Findet ihr das jetzt nicht? Ach, ist auch wurscht. Nur damit wir einmal so ein paar Flächen hier drin haben. So, gut. Haben wir ein paar Flächen an unserem Objekt. Und wir zählen mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Flächen. Nehmen wir mal Number auf 6. Und nehmen mal Endframe auf 1, sodass alle 6 Particles in Frame 1 ausgegeben werden. So, und in Frame 1 sehen wir jetzt, dass jede Fläche. Nein, eben nicht. Es besitzt nicht jede Fläche ein Particle. Wir nehmen mal End auf ein bisschen höher. Mal sagen wir mal auf 2. Oder doch noch ein bisschen höher. So. Und wir können dann ganz einfach sehen, dass nicht jede Fläche ein Particle besitzt. Meinetwegen hatte diese eine Fläche hier zwei Particles. Das passiert meistens, wenn wir diese Funktion Faces benutzen. Faces ist eigentlich ziemlich ungünstig. Denn wir wollen das, egal ob wir nun Flächen haben oder so, egal wo die Particles auf den Flächen rauskommen, halt wegen in der Mitte oder so, dann können wir einfach random nehmen. Das heißt, die Particles werden einfach irgendwo in der Fläche ausgestoßen. Wir sehen, das hier kam eben mitten hier raus oder das irgendwo anders. Dann können wir diese Funktion random benutzen. Also wenn man wirklich Natur, irgendetwas Natur darstellen möchte, nichts was geordnet ist, ist random einfach immer das Beste. Grid, wie der Name schon sagt, ist wie ein Gitter. Das ist jetzt in diesem Fall ziemlich schlecht, denn wir haben jetzt hier kein wirkliches Gitter in unserem Objekt. Ich benutze die Funktion Grid eigentlich sowieso ganz, ganz selten, eigentlich nie. Wichtig ist eigentlich, dass man Jittered von Random unterscheiden kann, denn Jittered ist trotzdem noch ein berechnetes Random. Also ihr könnt euch vorstellen, Random ist Random,
unterschiedlich irgendwie, aber Jittered Random ist trotzdem noch ein berechnetes Random. Heißt also, wenn ich die, also man sieht daran schon sehr gut, dass die Particles wirklich in der Mitte unseres Objektes herauskommen. So, ich gucke gerade, wenn wir Particles per Face 2 haben, dann können auch bis zu 2 Particles aus einer Fläche kommen, wenn wir mal wegen. Na. Ich habe gerade keine Ahnung, warum er das nicht macht. Wir haben auch eine doofe Form gewählt. Ist auch wurscht. Jittered ist sozusagen immer berechnetes Random und Random ist wirklich unterschiedlich verschieden. Ganz cool ist meinetwegen, wenn wir die Funktion Words benutzen und die Animation einfach einmal wiedergeben. Ich nehme mal ein paar mehr, sagen wir mal 1000. So, dann sehen wir, die werden alle, ach, nehmen wir mal nicht Frame 3, sondern Frame 50. Dann sehen wir, die werden alle aus den Ecken des Objektes ausgegeben. Wenn wir hier random rausnehmen, dann sieht es folgendermaßen aus, dass die nacheinander ausgegeben werden. Ich entferne mal kurz unser Objekt, das ist echt irritierend. Ich nehme uns mal eine Fläche, nehme hier wieder unser alles Particle System. Und wir sehen, erst kommen da die Particles, dann hier und dann da. Also schön abwechselnd. Wenn wir wieder random nehmen, dann werden die nacheinander, ja, verschieden gleichzeitig ausgeschüttet. Was wirklich ziemlich hilfreich ist, aber wenn man spezielle Effekte erzeugen möchte, meinetwegen wie, sagen wir mal, ein Feuerwerk, wo Feuerwerkskörper nacheinander abgefeuert werden, dann sollte man den Haken womöglich bei random rausnehmen und diese Sachen würden abgefeuert werden. Wenn wir jetzt auch noch eine Number of 4 hätten, heißt es zack, 1, 2, 3 und 4. Und alle würden einzeln rausgeworfen werden. Bei Volume gilt eigentlich das gleiche wie bei Faces. Ich bleibe einfach mal bei Faces, nehme Random und Random rein. Und ja, kommen wir zur Funktion Cache. Manchmal hat man tausende Particles, richtig, richtig viele. 2000 sind wirklich verhältnismäßig wenig. Und dann möchte man, ja, dann hackt Blender ziemlich. Und gerade beim Berechnen und Abspielen einer Animation klappt das alles nicht so richtig. Deswegen kann man diese Animation berechnen lassen und diese Berechnung abspeichern. Wo das Blender einfach nur drauf zugreift und die Animation einfach abläuft, ohne dass er während der Wiedergabe etwas berechnen muss. Und das kann man mit Cache machen. Man nennt das dann auch Bake, heißt also, wenn ich auf Bake klicke, wird diese Animation einfach einmal schnell gebaked. Und wenn ich jetzt Alt-A drücke, wir sehen das auch hier unten schon an diesen roten Punkten, ist unsere Animation berechnet und wir haben wirklich immer 26, 27 Frames in der Sekunde und das Ganze hackt nicht. Denn gerade bei vielen Particles ist das schon entscheidend, dass man das vorberechnet hat. Wenn wir nachher auch noch sowas wie Wind und irgendwelche Force Fields hier drin haben, dann muss man natürlich Bake All Dynamics klicken, damit wirklich alles berechnet wird und nicht nur die reinen Particles, sondern auch noch diese Force Fields mit einbezogen werden. Wir sehen, wenn wir etwas gebaked haben, dann können wir nichts mehr verändern, denn die Particles wurden so abgespeichert. Wenn wir jetzt wieder auf Free Bake klicken, haben wir wieder, sagen wir mal, nichts mehr im Arbeitsspeicher und die ganze Animation, wir sehen teilweise jetzt hier oben auch ein paar rote Zahlen, denn die Animation wird jetzt, während sie wiedergegeben wird, berechnet, was teilweise echt hinderlich sein kann, wenn man mehr als 100.000 Particles etc. hat. Ja, das zum Cache war eigentlich schon alles. Man kann vielleicht noch die Cache Step Size erwähnen, das heißt, er berechnet die Particles für jeden 10. Frame. Das heißt, Blender sagt, in Frame 0 befinden sich alle Particles hier, in Frame 10 befinden sich alle Particles hier. Und der Rest wird dann Blender überlassen. Das heißt, Blender fängt jetzt an, während er die Animation wiedergibt und weiß, ah, okay, hier müssen die Particles enden und hier müssen sie anfangen. Und berechnet jetzt für jedes Particle den Weg und das von in allen 10 Frame, ja, in allen, im 10er Abstand, sagen wir es mal so. Manchmal ist aber auch das noch zu groß und dann ist es ganz praktisch, die Cache Step Size auf, sagen wir mal, 1, 2 oder ja, 2 oder sogar 1 zu setzen. Das heißt, wirklich jeder Frame wird abgespeichert. Wenn wir jetzt Bake drücken, dann sehen wir, wir haben hier wirklich einen roten Balken, denn wirklich jeder Frame wurde dann vom Blender abgespeichert und Blender läuft dann eigentlich noch schneller. So, wo speichert Blender das hin? Eigentlich immer in den Arbeitsspeicher. Irgendwann ist der jedoch voll und deswegen kann man External nehmen. Wenn der voll ist, kann es dazu kommen, dass Blender abstürzt. Und mit External kann man dann
auswählen, wo man das Ganze speichern möchte. Ist manchmal ganz hilfreich. Quick Cache ist ganz praktisch, wenn man nur mal kurz reingucken möchte in diese Animation mit vielen Particles und nicht wirklich alles haargenau berechnen möchte. Dann läuft es nämlich alles wesentlich schneller, jedoch gibt es auch ab und zu mehrere Errors. So, kommen wir zu den eigentlich wichtigen Werten. Als erstes haben wir hier die Velocity. Der Normalwert ist, sagen wir mal, wirklich mit der wichtigste, denn er gibt an, wie schnell die Particles ausgeschossen werden. In unserem Fall fliegen die mit einer mittelmäßigen Geschwindigkeit nach oben. Wenn wir die jedoch auf 0,1 setzen, dann sehen wir, die Particles kommen wesentlich langsamer hier raus und fliegen wesentlich langsamer nach oben. Wenn wir die jedoch auf 8, sagen wir mal, setzen, dann sehen wir, die werden richtig schön rausgeschossen, wie eine Fontäne. Für spätere Einstellungen lasse ich das jetzt einfach einmal auf 8. Was sehen wir noch? Die Particles fliegen in einem geraden Strich alle schön nach oben. Kaum Unterschiede, alles sieht ziemlich computerberechnet aus. Wenn wir jedoch diesen Random-Wert hier erhöhen, sorgt das dafür, dass unsere Particles ein bisschen verschieden ausgestoßen werden. Das eine fliegt mal ein bisschen weiter nach rechts, das andere ein bisschen weiter nach links. Ich ziehe den Wert einfach mal ein bisschen höher. Und wir sehen gerade hier oben, dass sie sich so ein bisschen auseinander, ja, ein bisschen auseinandergehen und auseinanderfliegen, weil sie nicht vollkommen gerade ausgestoßen worden sind. Und je höher man diesen Wert zieht, desto stärker ist dieser Effekt von random. Also random, ganz wichtig im Blender, verschieden, random, Variation. So, Rotation ist vielleicht noch ganz wichtig, denn die gibt an, wie unser Objekt rotiert ist. Bei Particles ist das nicht so wichtig, denn Particles sind einfach nur Punkte und da kann man nicht sagen, ist es jetzt nun richtig rum oder falsch rum. Manchmal haben wir aber auch Objekte. Ich gehe einfach mal ins zweite Layer und füge einfach einmal einen Würfel hinzu und skaliere ihn über die Z-Achse. So. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe und für unsere Fläche einfach einmal unseren Würfel auswähle, indem ich hier unten auf Render gehe und wähle Object aus und kann dann als Objekt unseren Würfel auswählen. Ich komme da gleich nochmal genauer, was ist jetzt los? Ich komme da gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, nur dass ihr das einmal gesehen habt, wie ich das mache. So, und dann heißt das, dass unsere Würfel hier rausgeschossen werden. Haben wir noch einen Würfel in unserer Scene? Ich denke mal nicht, oder? Ah, ich klicke einfach einmal bei ihm hier auf STRGA. Das heißt, den Scale Applied. Ja, schon sieht es besser aus. Aber was sehen wir? Die Würfel kommen nicht so heraus, wie sie hier sind. Denn hier steht er gerade aufrecht und hier liegt er auf einmal auf der Seite. Wie kann man das ändern? Durch Rotation. Ich nehme einfach einmal Normal. Ach so, erstmal vielleicht. Ja, ich nehme einfach einmal Global. Na, was hat Blender denn jetzt? Object Z. Na, oder doch nicht? Velocity her ist meistens als Standard drin. Wenn ich meinetwegen Normal auswähle und unser Objekt jetzt einfach einmal rotiere und meinetwegen, ach so, ich bewege das einfach einmal kurz ins Layer 1, damit wir sehen, was wir machen. Bei Normal heißt es, wenn wir unser Objekt rotieren, na, was ist jetzt? Ach so, ganz wichtig. Wir müssen natürlich hier unten bei unserem Objekt auswählen, dass er die Rotation übernehmen soll. Und wenn wir jetzt das Objekt rotieren, rotieren wir auch die anderen. Das heißt, ich rotiere es einfach einmal über die X-Achse um 90 Grad und wir sehen, wir drehen die anderen um die andere Achse. Wenn ich unser Objekt also über die Y-Achse um 90 Grad drehe, dann stehen unsere Objekte auch senkrecht. Das funktioniert aber nur, wenn wir hier Normal drin haben. Ganz wichtig ist jetzt zum Beispiel, dass wir ein bisschen den Random-Wert hochsetzen. Oder auch hier den. Na, was ist jetzt los? Nehmen wir uns noch einmal was anderes, meinetwegen Velocity her. Ach Mensch. Warum will das denn alles nicht? Komischerweise will er das mit der Rotation jetzt gerade nicht machen. Falls wir das auch irgendwann mal brauchen, komme ich darauf auf Garantie zurück in irgendwelchen Tutorials. Aber jetzt ist es erstmal ziemlich unwichtig. Nur, dass ihr einmal die Funktion kennengelernt habt. Kommen wir zu den Physics. Physics ist ziemlich wichtig. Ich setze es mal kurz wieder zurück auf Object, auf Halo, dass wir unsere Punkte haben. Die Physics sind auch mit am schwierigsten zu verstehen, aber auch mit am wichtigsten. Bei der Size kann man angeben, wie groß unsere Particles sind. Jetzt habe ich das Objekt eben schon entfernt. So, ich bewege es mal kurz wieder zurück. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich die Size jetzt erhöhe oder verkleinere, dann sind unsere Objekte auch größer oder kleiner. Die Size für ein Objekt finden wir auch nochmal hier unten. Und zwar bei unserem Object.
Also bei unserem Render, bei unseren Render-Einstellungen. Egal. Ich lasse die Size einfach mal ein bisschen kleiner. So. Und nehme das jetzt wieder raus, das Objekt, in dem Halo. Was haben wir dann? Dann haben wir die. Nein, ich nehme doch noch wieder Object. Dann haben wir die Random Size. Das heißt, es gibt unterschiedliche Größen. Mal ganz kleine, mal ganz große. Je nachdem. Variation sozusagen. Wir haben wieder Random drin. Mass ist ganz, ganz wichtig, wenn wir nachher die Fluid Physics benutzen. Zeige ich euch auch noch gleich. Dann hat Mass eine ganz, ganz große Aufgabe. Und zwar, wie schwer ist das Fluid, also die Flüssigkeit eigentlich. Dann haben wir die ganz wichtige Sache, und zwar Brownian. Benutzt man immer wieder. Jetzt nehme ich aber Halo. Brownian gibt an, ich nehme mal den Normal wieder auf 1, dann ist es nicht ganz so schnell. Brownian gibt an, wie grisselig die Partikel sich bewegen, nennen wir es mal so. Also wie ein Bienenschwarm, der in alle Richtungen schwirrt und nicht geradlinig verläuft. Heißt also, wenn wir Brownian ein bisschen hochnehmen, dann verlaufen unsere Particles. Na, ich nehme das mal noch ein bisschen höher. So. Dann fliegen sie so ein bisschen hin und her. Ich nehme mal die Normal. Ups, das wollte ich nicht. Ich nehme mal die Normal ein bisschen runter, damit die wirklich nicht so schnell rauskommen. Aber wir sehen, durch den Brownian-Effekt fliegen sie in alle Richtungen und vermehren sich und bewegen sich fort wie ein Bienenschwarm. Lifetime setze ich mal auf 200, dann haben wir ein bisschen mehr von den Particles. So, wir sehen, sie fliegen in alle Richtungen und schwirren umher. Eine ganz andere wichtige Funktion ist Damp, denn diese dämmt oder bremst die Particles sogar so ein bisschen ab. Heißt also, wenn wir einen hohen Normalwert haben, setzen wir mal auf 3, ich nehme mal Brownian wieder runter und wir erhöhen, ja, dann sehen wir, unsere Particles werden einfach so ausgestoßen. Wenn wir jedoch Damp ein bisschen erhöhen, werden sie nach einer Weile gebremst und halten hier sozusagen an. Echt ganz hilfreich teilweise, wenn man Particles, ja, abbremsen möchte, wie ein Flugzeug, was landet. Denkt bitte daran, dass ihr mit Damp nicht sonst wie viel, das nicht sonst wieder in die Höhe zieht, denn schon bei so einem geringen Wert wie 0,2 werden die sofort abgebremst. Bei Damp von 1 geht es wirklich um, ja, um einen Frame, heißt also, Frame 1 ist das Partikel da, Frame 2 da und weiter kann es auch nicht fliegen. Also, das erstreckt sich wirklich nur über einen Frame. Nur damit ihr einmal so eine Vorstellung habt, was Damp bedeutet. Das heißt also, 0,5 zieht sich nicht über einen Frame, sondern über 10. Und ja, und so weiter, genau. Das dazu, zu diesen kleinen Einstellungen. Die anderen sind wirklich nicht so wichtig. Falls man sie mal braucht, gehe ich darauf nochmal ein bisschen genauer ein. Dann haben wir die Render-Einstellung. Render ist ab und zu wirklich hilfreich, wenn wir nicht nur Punkte haben wollen oder nicht nur Objekte, sondern auch ganze Gruppen meinetwegen. Wir haben dort verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wie meinetwegen. Fangen wir mal vorne an. None. Das heißt, ach so, wir waren im Render. None. Das heißt, unsere Particles werden gar nicht gezeigt und gar nicht gerendert. Ist natürlich manchmal gar nicht hilfreich, denn wir fügen ja keine Particles hinzu, damit man sie nicht sieht, sondern damit irgendwas passiert. Manchmal braucht man trotzdem None, wenn man etwas nicht sichtbar machen möchte. Ich lasse es jetzt einfach einmal bei Halo und wir sehen, wir haben kleine Punkte. Wir haben auch die Funktion Line. Line zieht sozusagen Linien. Und mit diesen Linien können wir auch noch ein paar Einstellungen machen, meinetwegen die Size. Das heißt, ach Mensch, ich bin schon wieder falsch. Meinetwegen die Speed. Das heißt, je nachdem, wie schnell sich die Particles bewegen, haben die Lines auch eine andere Länge. Nehmen wir die Normal mal einfach auf 5, dann sehen wir und ein bisschen unter Physics ein kleines bisschen Damp hinein, dann sehen wir, die bremsen ab und verkürzen sich. Ich mache mal Back ein kleines bisschen kürzer. Meinetwegen so. Dann sehen wir, jetzt sind sie noch recht lang. Und hier oben werden sie abgebremst und werden wirklich ziemlich kurz. Also noch einmal. Hier werden sie abgebremst und werden wesentlich kürzer. Manchmal sind Lines echt hilfreich, um coole Effekte zu erzeugen, die man mit Halo nicht so ganz machen kann. Als nächstes haben wir Path. Path ist eigentlich eine richtig unwichtige Funktion. Es sei denn, man möchte sowas wie Gras rendern. Gras ist eine ziemlich wichtige Sache im Blender und dafür benutzen wir meistens Path. Denn Path ersetzt sozusagen, ist meistens nur entscheidend, wenn wir Hair haben. Deswegen ist Emitter im Zusammenhang mit Path echt unsinnig und da benutzt man entweder Line oder Halo.
Bei Line habt ihr ja eben schon gesehen, ich habe so ein bisschen hier rumgespielt. Back gibt an, wie lang die Particles nach hinten raus sind. Und Head oder Heat, weiß ich wie, wie lang sie nach vorne heraus sind. Dann haben wir Object, wie vorhin schon benutzt, einfach ein Objekt, meinetwegen unseren Würfel. Hier haben wir auch wieder Random Size und Display und wir sehen gleichzeitig verändert sich auch hier oben, verändern sich dort auch die Werte, wenn wir hier was verändern. Dann ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, einerseits wollen wir die Rotation übernehmen. Manchmal ist es aber auch wichtig, die Global zu übernehmen. Das heißt, wo befindet sich das Objekt? Wenn wir das meinetwegen hier jetzt ein bisschen verschieben, oder nicht, nee, Move ist einfach einmal Layer 1, um das besser zu sehen. Wenn wir meinetwegen darauf klicken, dass wir die Global übernehmen wollen und unser Objekt jetzt verschieben, verschiebt sich auch unser Particle-System und gibt die Particles ganz woanders aus. Und daran sieht man eigentlich recht gut, dass Global angibt und die angibt, wo sich das Objekt befindet und sozusagen die Location unseres Objektes übernimmt. Benutze ich aber meistens nie, weil das möchte man meistens auch nicht. Je nachdem, was ihr erzeugen wollt. Wie gesagt, Blender ist Kreativitätsentfaltung von euch und nicht von mir. Ihr könnt damit gerne machen, was ihr wollt. Als nächstes haben wir die Funktion Group. Ich entferne einfach mal unser Objekt und gehe einfach einmal in Layer 2, füge mal einen Würfel hinzu, eine Fläche, einen Circle, einen UV-Sphere, einen Icosphere und einfach mal einen Zylinder. Und mit B wähle ich die jetzt mal alle gemeinsam aus und drücke STRG. Und mache sie zu einer Gruppe. Die Gruppe nenne ich jetzt hier in den, wo haben wir es? In den Object-Einstellungen einfach einmal Test. So. Und wenn wir jetzt wieder auf unser Particle-System gehen und dort bei Group, wo haben wir es dann? Ach, Blender tickt gerade ein bisschen rum. Wo ist es denn? Da steht auf jeden Fall Test. Ich weiß nicht, warum Blender so rumtickt. Wir wählen einfach einmal Test aus und wir sehen, er nimmt sich alle diese Objekte und fügt die hier ein. Also er pickt das heraus und wir haben dann sowohl Zylinder drin, also Flächen, also Würfel, als auch Icosphere und auch ganz normale Spheres. So, nun haben wir hier noch ein paar mehr Einstellungen. Einerseits wieder Rotation und Global. Wir haben auch diese Funktion Wall Group, das heißt, ich nehme ein paar weniger Particles, meinetwegen 5. Dann sehen wir, er fügt die Gruppe als Gesamtes hinzu, mit allen Objekten. Und nicht jedes Objekt einzeln aus dieser Gruppe, sondern wirklich als gesamtes Objekt. Oder wir haben Pick Random. Das heißt, es ist nicht, das bedeutet, es ist nicht gesagt, dass wirklich, wenn 20 Objekte der Gruppe ausgegeben wurden, dass davon genau 5 das sind, 5 das, 5 das. Es ist also nicht gleich unterteilt. Und es kommt nicht jedes Objekt gleich auf vor, sondern Pick Random gibt halt an, wie der Name auch sagt, Random Varietäten. Das eine Objekt kommt halt wegen 5 mal vor, das andere 20 mal und so weiter. Und dadurch haben wir halt wirklich, hier zum Beispiel sehen wir es, werden gleich zwei Zylinder nacheinander ausgegeben und auch zwei Flächen. Und das sorgt halt wirklich dafür, dass auch nicht die gesamte Gruppe meinetwegen benutzt wurde. Wir hatten jetzt zweimal Zylinder, zweimal Fläche, ich weiß gar nicht, ob noch was, und einmal Würfel. Gut, den vierten aber noch der Icosphere. An sich der Spear und ja, ich weiß nicht, was noch fehlte. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall wurde nicht alles übernommen. Dann haben wir die Funktion Use Count, das ist sozusagen das Gegenteil von Pick Random, und zwar, dass man angeben kann, wie oft was prozentual im Vergleich zu den anderen eingefügt werden soll. Wenn wir meinetwegen die Count-Zahl vom Zylinder auf 5 setzen, den Icosphere auf 10, den normalen Spear auf 1 lassen, den Zirkel auf 2 nehmen und unsere Plane einfach einmal auf 5. Und was haben wir noch was? Unseren Cube einfach einmal auf 3. Jetzt zählen wir mal kurz zusammen. Wir haben 5, 10 sind 15, 6, 18, 23, 26. Also, um es mal ganz einfach auszudrücken, wir nehmen uns jetzt mal 26 Particles, geben die Animation mal wieder. Achso, ich setze die Lifetime mal auf Frame 60 und lasse die Particles einmal kurz bis Frame 50 ausgeben. Na, was ist denn jetzt los? Warum sterben die dann schon früher weg? Haben wir hier, ach, weil wir natürlich
random drin haben. Deswegen, okay. Also wir lassen sie einfach mal auf 60. So, fügen einfach alles einmal hinzu. Und dann sehen wir, wenn wir mal durchzählen, wir haben drei Würfel. Wenn wir gucken, wir haben jetzt bei Würfel 3 ausgewählt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Flächen. Wir hatten 5 ausgewählt. Haben 2 Circle, hier und hier. Haben 10 Ico Spears. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben 1 Spear. Und wir haben 5 Cylinder. Genau. Und da sieht man, man kann genau angeben, wie viel zu wie viel Prozent was vorkommt. Also meinetwegen, wenn man die Hälfte davon haben will und die Hälfte davon, nehmen wir uns meinetwegen 5, 5, 5 und 10, 10, 10. Und dann haben wir genau die Hälfte von dem einen. Und ja, das kann man mit dieser Use Count Zahl sehr gut einstellen. Gut. Ja, das dazu. Das gleiche wie, gilt für Group natürlich wie Objekt, wie bei Object. Also es ist ziemlich nah beieinander, außer dass wir halt diese drei Funktionen hier noch haben. Billyboard habe ich eigentlich noch nie verwendet. Ich weiß, glaube ich, noch nicht mal so richtig, was es ist, weil man es wirklich nicht braucht. Und ich mache Blender schon ziemlich lange. Denke ich mal, kann damit auch ganz gut umgehen. Und wenn ich euch sage, ihr braucht es nicht, dann braucht ihr es auch nicht. Es sei denn, ihr googelt nochmal danach und vielleicht mache ich auch nochmal ein Tutorial drüber. Ist auch wurscht. Gut. Ich habe vorhin von Fluid Particles gesprochen. Und zwar hier oben bei Physics. Das möchte ich noch kurz ergänzen. Ich entferne einfach einmal die Fläche. Füge einfach mal eine neue hinzu. Füge mal noch eine Fläche hinzu. Verschiebe diese ein bisschen nach unten und skaliere die ein bisschen größer. Und die Fläche wird jetzt einfach einmal von mir einen Collision. Und ich ziehe einfach mal den Damping und die Friction ein bisschen hoch, damit die nicht sonst wie weit fliegen und springen die Particles. Dazu gibt es dann nachher auch, gibt's auch noch mal ein Tutorial. Könnt ihr noch mal nachgucken, wo ihr noch mal zu diesen Sachen genau eine Erklärung findet. So, ich gehe mal auf die Particles, füge einfach mal neue Particles hinzu. Oder ich lasse einfach mal ein neues, lasse bei 1000. Und ich lasse es einfach mal alles gleich. Normal lasse ich mal oder setze ich mal auf 2. Und der Unterschied ist, ich setze jetzt den Haken bei Fluid. So, was passiert bei Fluid? Ich gebe einfach mal die Animation wieder. Und wir sehen schon, was passiert. Die Particles fallen irgendwie zum Boden und bleiben da so liegen, so komischerweise. Ich nehme mal Lifetime auf 200, dann haben wir mehr davon. So, gut. Die werden ausgegeben und verbinden sich und bilden irgendwie wie solche Tröpfchen. Sieht ganz lustig aus. Und das, deswegen heißt es auch Fluid, weil diese Particles wie Flüssigkeiten berechnet werden. Das werdet ihr gleich noch einen Ticken besser sehen. Und zwar gibt die Size dabei an, wie groß die Size und die Größe eines einzelnen Particles ist. Das heißt also, wenn wir das ein bisschen höher nehmen, merkt euch das Bild gut und die Animation wiedergeben, denn schließen sich Particles zu einer größeren Blase zusammen, wenn wir die Size größer haben. Heißt also, ein Particle braucht mehr Platz für sich. Ja, gut. Ich lasse die Size trotzdem auf 0,5, ne? Um es nochmal zum Vergleich zu haben. Da schließen die sich zu viel kleineren zusammen, da jedes Particle weniger Platz benötigt. Ich setze einfach mal einen Haken hier hinter Subframes. Der ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diese Sachen benutzen, ansonsten stürzt Blender gerne ab und berechnet das nur ungenau. Aber mit diesem Haken dahinter berechnet Blender das wirklich super. Gut. Dann ist noch ganz wichtig, vielleicht so die hier den Haken reinzusetzen. Multiple Mass with Size. Das heißt, je nachdem wie groß die Particles sind, haben sie auch ein Quatsch, wie viel Gewicht sie haben, haben sie auch eine andere Masse. Das heißt also, wenn wir gerade die Size hier ein bisschen randomly machen, dann gibt es mal Particles, die mehr wiegen und manche, die nicht so viel wiegen. Und dadurch kommt es auch zur Bildung von dreidimensionalen Objekten. Also wir sehen, jetzt sind sie nicht mehr so flach, sondern haben richtig so die Form eines Wassertropfens, meinetwegen. Gut, das dazu. Man hat noch so verschiedene Funktionen, meinetwegen Size Deflect ist manchmal auch ganz wichtig, diese Funktion reinzumachen. Ihr seht aber, es sorgt nur dafür, dass es hackt und dass es unrealistisch berechnet wird, je nachdem, was man erzeugen möchte. So, Stiffness. Fluid Particles, Stiffness. Ich nehme mal kurz den Haken raus. Dann läuft es vielleicht dann noch ein bisschen flüssiger. Nein, ihr seht schon den Unterschied zwischen dem und dem. Also das ist schon um einiges reeller. Ich nehme die Size trotzdem mal ein bisschen größer, sagen wir mal auf 1,3.
mal die Normal noch ein bisschen höher auf 5 und fliegen die mal ein bisschen schön nach oben, verbinden sich und bilden so einen richtig schönen Wassertropfen, so eine schöne, ja, so eine richtig schöne, na, wie sagt man, Wasserblase. Sag's immer einfach mal, genau, so eine schöne Fontäne, die jetzt hier umherfliegt und sich wild verteilt. Ja. Recht cool diese Funktion mit Fluid. Stiffness, um mal wieder drauf zurückzukommen. Gibt an, wie, sag ich mal, wie fest unser Fluid ist. Heißt also, wenn wir die Stiffness richtig hochnehmen, dann kommt es zur Bildung von richtig, ja, fast gummiartigem Fluid. Sieht man ja auch hier, was richtig fast so rollt, was ziemlich fest aussieht. Also desto höher die Stiffness, desto stärker dieser Effekt. Und desto mehr bleiben sie auch zusammen, die Particles, und lösen sich nicht einzeln voneinander. Also ihr seht, die springen richtig fast wie Flummis hier, zack, und springen runter und lassen sich eigentlich nicht voneinander trennen. Wenn wir die Stiffness jedoch ziemlich weit nach unten nehmen, 0,3, dann sehen wir, die sind ziemlich unstabil, die Particles, verbinden sich vielleicht mal, fallen aber auch gerne auseinander, und nur mit Mühe verbinden sie sich. Also da sieht man richtig, je nachdem, wie hoch man die Stiffness hat, ist auch die, genau, die Festigkeit unseres Objektes. Also damit kann man das beeinflussen. Wenn man meinetwegen Honig darstellen möchte, nimmt man eine sehr hohe Stiffness. Sonst nimmt man einfach so eins meistens. Viskosität, ich setze es einfach mal einmal ganz hoch. Vielleicht seht ihr dann schon von selber den Unterschied. Ich setze es mal noch höher, damit ihr es noch ein bisschen extremer seht. Viskosität ist sozusagen die Formbehaltung. Heißt also, wenn ich die Viskosität ganz, ganz runter nehme, ganz weit runter, dann ist es egal, dann verbinden sich die Particles vielleicht, aber sind total von der Form her total unstabil und labil, also total elastisch. Und ihr seht ja jetzt auch schon, die sind dann richtig flach und elastisch, halten aber trotzdem zusammen. Denn das Zusammenhalten bestimmt die Stiffness. Wenn wir die Viskosität aber richtig hochnehmen, dann sehen wir, die verbinden sich einmal und bleiben fast so in dieser Form stehen. Man hat ja eben fast gesehen, dass hier so ein richtiger Turm entstanden ist. Wenn wir das mal ein bisschen runternehmen hier und die random mal, ja genau, wir nehmen mal random runter und normal ganz hoch, dann sehen wir richtig, zack, die bleiben hier fast stehen, die Particles, und werden richtig noch nach oben geworfen, weil die so stabil sind durch die hohe Viskosität. Ich weiß gar nicht, können wir es noch höher setzen? Ja, man kann es natürlich immer noch höher setzen und übertreiben. Also wenn man einen richtig coolen Effekt erzeugen möchte, kann man natürlich die Viskosität auf, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es klappt, 100 setzen. Nein. Dann drehen unsere Particles durch. Falls das passiert, einmal als gutes Beispiel, kann man ganz einfach, wo haben wir es? Achso, wenn wir hier nicht den Haken hinter haben, die Subframes erhöhen. Das heißt also, wenn wir die erhöhen, wird unsere Animation ein bisschen genauer und fehlerfrei berechnet. Wenn wir die Threshold auf so niedrig wie nur möglich nehmen, dann passiert das gleiche auch. Ich weiß gar nicht, kriegen wir das noch höher? Nein, geht nicht. Also 100 ist das Höchste. Ich lasse es einfach mal, glaube ich, auf 2, so wie es war. Und ja, wir haben eigentlich ein recht schönes Ergebnis. Gut, das dazu. Alle anderen Settings sind wirklich nur was für Experten, die wirklich surreales Fluid erzeugen wollen. Aber falls ihr das wirklich machen wollt, gibt es von mir nochmal ein Tutorial zu Fluid, wie man aus einem Objekt richtiges Fluid erzeugen kann. Also nur das dazu, denn diese Einstellungen sind halt wirklich nur provisorisch, denn Particles sind wirklich nicht der perfekte Fluid-Berechner. Denn es sind immer noch Particles und kein Fluid. So, ich lasse einfach wieder Newton drinne und wir gucken einfach nochmal weiter. Wir haben bei Display, das ist eigentlich mir das Einfachste, so ein paar Einstellungsmöglichkeiten, was wir hier im 3D-View sehen wollen. Meinetwegen nichts, das heißt, wir berechnen das alles, die Animation läuft, ab und zu hackt es mal hier oben, aber wir sehen nichts. Wenn wir jetzt auf Render It klicken, sehen wir aber, was sozusagen im Render zu sehen wäre. Wenn im Render also Halo zu sehen ist, sehen wir hier auch die Halo Particles. Wenn im Render Objects zu sehen sind, sehen wir im 3D-View auch die Objects, weil hier Render It drin ist. Ist als Standardnummer drin. Manchmal hacken aber Objects auch ganz schön, denn ja, gerade wenn man Schachfiguren oder sowas hinzufügt, dann sind sie doch ziemlich, ziemlich hochauflösend oder sowas. Nochmal um das Beispiel mit dem Schach anzuführen. Ja, und dann ist es ganz praktisch, im 3D-View nur Points zu haben und nur um Render-Objects. Genauso könnte man auch Circles nehmen, dass wir solche kleinen Circle haben. Da kann man die Draw-Size natürlich auch wieder erhöhen, je nachdem, was man sehen möchte. Ja, Cross, das sind kleine Sternchen oder kleine,
sagen wir mal, kleine Empties. Axes, dann sehen wir an jedem Partikel die Achsen. Wenn man das größer macht, kann man das natürlich besser sehen. Das heißt also, man sieht an jedem Partikel, wie groß es ist. Manchmal auch ganz hilfreich, je nachdem, was man erreichen möchte. So, ich lasse es einfach mal render it. Und Display gibt an, wie viel davon angezeigt werden soll. Heißt also, wir haben meinetwegen 200 oder 2 Millionen Particles in unserer Scene und unser Rechner hackt unendlich. Dann können wir die Display einfach ein bisschen runternehmen, meinetwegen auf 10, das heißt 10% aller Particles werden nur angezeigt und alles läuft ein bisschen flüssiger. Wir können auch auswählen, was angezeigt werden soll, meinetwegen soll auch die Size eines jeden Particles gezeigt werden. Das ist zum Beispiel bei Fluid manchmal ganz wichtig, um zu sehen, wie viel Platz braucht ein Particle. Oder wir können auch die Velocity anzeigen lassen, heißt also die Geschwindigkeit, wie sie gerade fliegen oder ja, wo sie sich gerade befinden, oder auch die Number, welches Particle es nun genau ist von denen. Wie viel haben wir gerade von den 1000? Ja, das zu Display gibt es eigentlich nicht so sonst viel zu sagen. Color, vielleicht noch Material, heißt also, wenn wir ein Material hinzufügen und das ist meinetwegen blau, dann sehen unsere Particles auch blau aus oder grün in diesem Fall. Wenn ich jetzt alles deselektiere mit A, dann haben wir hier grüne Particles, so wie das auch hier zu sehen ist. Jo. Man könnte aber auch sowas auswählen wie, wenn er jetzt nicht hacken würde, ach, ist auch wurscht, braucht man nicht, ist eigentlich unwichtig. Children ist vielleicht noch ganz cool. Interpolate kann man bei normalen Particles eigentlich nicht benutzen, denn dort sieht man dann nicht wirklich viel. Aber simple ist manchmal ganz praktisch. Und zwar werden da mit einem Particle noch mehrere andere ausgegeben. Das sehen wir hier gut an einem Particle, ich zoome gerade mal ran. Da befinden sich jetzt mehrere zu einem Zeitpunkt. Da kann man einmal angeben, wie viele. Wenn wir Display einfach mal auf 100 setzen, so wie, auch, wie es auch später wäre. Ich nehme mal die Particles ein bisschen weniger, deswegen so viele. Dann sehen wir, jedes Particle besteht sozusagen aus mehreren Particles. Und das bedeutet sozusagen dieses Simple. Das heißt, jedes Particle besteht jetzt in diesem Fall aus 100 Particles. Und das hat manchmal auch ja, coole Eigenschaften. Aber ist bei normalen Particles meistens nicht so wichtig, sondern eher bei Hair. So, Size gibt dann, wie man schon sieht, an, um Quatsch, über was für eine Größe sich das Ganze verteilt. Also wenn wir die Size ein bisschen größer nehmen, sehen wir die. Nein, sehen wir nicht. Ich überlege gerade. Ach ja, das ist der Radius, genau. Der Radius gibt an, um welchem Umkreis sich diese Particles erstrecken. Size ist wieder das gleiche wie wir auch hier oben hatten. Wenn wir also mehrere Objekte haben bei der Size, gibt es die Größe dieser anderen Objekte an und die Random Size. Ich möchte jetzt noch extra Neues hinzufügen, alles aus Zeitgründen. So, dann haben wir bei Effekten meinetwegen Clump, das heißt, die ziehen sich zusammen oder strecken sich auseinander. Shape hat sozusagen die gleiche Funktion. Bei Hair ist das ziemlich, sind das ziemlich wichtige Sachen hier. Das zeige ich euch dann aber irgendwann später im Hair-Tutorial nochmal. So, Length, alles unwichtig bei den ganz normalen Emitter-Particles. Vielleicht noch Roundness, ist sozusagen die Differenz, der Unterschied zwischen den einzelnen Particles. Und Seed gibt natürlich wieder diese verschiedenen Variationen an, wie wir es auch schon ganz, ganz oben hatten, ganz am Anfang. Ja, das sind wirklich Funktionen für richtige Kenner. Ich bin zwar auch ein Kenner, aber ich möchte euch jetzt am Anfang auch nicht sonst wie überfordern. Und wenn wir das brauchen, dann benutzen wir das nochmal, meinetwegen bei einem Grass-Tutorial. Das wird alles noch kommen im Laufe der Zeit. Die Website entsteht ja noch. Ja, alle anderen Sachen sind eigentlich recht unwichtig hier bei Children. Ich nehme einfach wieder None rein. Nehme mir mal, ich glaube, das mal alles ein. Hier, das stört ein bisschen. Ich nehme mir einfach mal ein paar mehr Particles wieder. So, gut. Und wir kommen einfach mal schnell zur nächsten Schaltfläche. Und zwar, hier haben wir es, den Field Weights. So, wie vorhin schon erwähnt, wenn wir die Gravity auf 0 setzen, heißt es, die Particles fliegen ohne irgendeine Erdanziehungskraft, ohne eine Gravitation, einfach ihrer Stoßrichtung entlang. Ich lasse einfach mal die Gravity drin. Oder nee, ich nehme sie mal raus, um euch das andere besser zu zeigen. Und dann haben wir so verschiedene Force Fields. Meinetwegen nehmen wir uns einmal das Force Field Force und bewegen das mal nach hier oben. Ich habe nochmal eine Tutorial-Serie mit den ganzen Force Fields, nur einmal, dass ihr jetzt seht, wozu diese Schaltflächen da sind. Wenn ich jetzt Alt A drücke, heißt es, die Particles werden von diesem Punkt aus weggestoßen. Wenn ich das mal bewege,
sehen wir, die wollen unbedingt weg von diesem Punkt. Oder wir können es auch andersrum machen, indem wir hier die Strings mal auf Minus setzen. Minus 1 oder so. Dann werden die Particles zu diesem Punkt hingezogen und möchten da gar nicht mehr weg. Auch eine recht coole Sache, die manchmal echt hilfreich sein kann. So. Und je nachdem, wie hoch jetzt dieser Wert hier ist, meinetwegen bei Force, das ist jetzt ein ganz normales Force-Field, wenn wir das jetzt fast auf 0 setzen, dann heißt es, das Force-Field, alle Force-Fields mit dem Namen Force in dieser Scene, haben kaum Auswirkungen auf unser Objekt. Wir sehen, jetzt werden sie nur leicht abgelenkt, unsere Particles, und haben nicht kaum Veränderungen. Wenn wir Force-Field jedoch ganz hochziehen, dann hat das Force-Field seine volle Wirkungsweise. Ja, aber auf die einzelnen Force-Fields komme ich später nochmal in einem anderen Tutorial genauer zu sprechen. Besser gesagt, in einer anderen Tutorial-Serie. Guckt einfach mal rein, ganz lustig. Gut, Force-Field-Settings, Vertex-Groups, alles nicht unbedingt wichtig. Vertex-Groups vielleicht noch, wo kommen die Particles aus unserem Objekt raus? Wenn wir meinetwegen einfach mal in den Edit-Mode gehen und bei diesem einen Punkt eine neue Vertex-Group hinzufügen. Vertex-Groups sind jetzt vielleicht am Anfang noch ziemlich schwer für euch. Ich lege einfach einmal Assign bei diesem einen Punkt. Und wenn ich jetzt in den in den Wastepaint-Modus gehe, dann sehe ich, dieser eine Punkt ist ganz stark markiert. Und wenn ich jetzt sozusagen bei unseren Particles, bei Density, heißt also der Dichte, diese Gruppe auswähle, so, dann heißt es, die Particles kommen alle überall raus, aber wenn möglich nicht an diesem Punkt. Also, wir machen das mal so, wir nehmen mal Normal auf 0 und Start an Endframe auf 1, dann sehen wir, achso, unser Force Field entfernen wir auch mal kurz. Dann sehen wir, die Particles, zack, kommen heraus. Mit einer Ecke ist das so ein bisschen schlecht. Ich gehe mal kurz in Edit Mode und mache einfach mal ein bisschen Subdivision rein und klicke jetzt einfach nochmal auf mit B überall hier, also überall hier auf Assign. So. Und wenn wir das jetzt haben, dann sehen wir, Mensch, warum macht er das jetzt nicht? Ich berechne es nochmal neu, dass er vor allen Dingen an diesen Stellen die Particles hinzufügt, nur da, wo wir es markiert haben. Und da, wo wir es nicht markiert haben, kommen eigentlich gar keine Particles raus. Diese Unterschiede gibt es jetzt natürlich, weil wir hier mal wegen Random drin haben. Und wenn wir mal den Word verwenden, das ist noch genauer. So, dann sehen wir wirklich, dass die Particles eigentlich nur an diesen Punkten herauskommen. Warum er da jetzt gerade so ein bisschen rumspinnt, keine Ahnung. Man kann das Ganze noch umdrehen, indem man hier den Negative-Wert setzt. Und wir könnten überall anders auch noch die Gruppe hinzufügen, je nachdem, was ihr erreichen wollt. Also falls man das mal braucht, gehe ich da nochmal in anderen Tutorials drauf ein. Ja, das erstmal grob zu Particles. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen folgen. Schaut euch das Tutorial einfach noch ein, zwei Mal an, wenn ihr es nicht gleich verstanden habt. Es ist wirklich kompliziert, aber Particles sind so unheimlich wichtig. Wir werden das öfters in Tutorials benutzen und irgendwann ist es für euch einfach Routine und ihr werdet dahinter steigen. Also falls ihr Fragen habt oder irgendwo nicht weiter wisst, schreibt mir eine Mail. Ich werde euch versuchen, sofort zu antworten. Und falls ihr Ideen habt, irgendein Particle-Tutorial zu machen oder ja, irgendwelche coolen Ideen zu Particles, schreibt sie mir einfach. Ich antworte euch bestimmt. Okay, macht's gut und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können.